Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich muss euch leider sagen, dass 3 Stunden Aufnahme flöten gegangen sind. Allerdings habe ich festgestellt, man kann sogar. Also ihr seht, wie weit wir sind. Wir sind jetzt Sequenz 11. Ja, und haben Sequenz 10 hier aufgehört. Also ein bisschen was habe ich noch gemacht. Ne, wir sind Sequenz 12 sogar. Anscheinend. Oder? Sequenz 11 bis zum britischen Ende steht zwar da, aber ich glaube, wir sind weiter. Egal, ich will jetzt eh Sequenz 10 das Observatorium machen, weil in Erinnerung 2 von Sequenz 10 mussten wir Hornigold besiegen und das haben wir auch gemacht. Und jetzt kommt das Observatorium als nächstes dran. Allerdings möchte ich gerne uns ein bisschen upgraden bzw. ein bisschen was herstellen, sofern auch was funktioniert. Deswegen schauen wir uns das doch gerne mal ein bisschen an. Okay, das bräuchten wir eigentlich noch. Müssen wir gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal ein bisschen jagen gehen. Oder wollen wir es jetzt noch machen? Weil das hätte ich gerne hier mit der zusätzlichen Pistolenmunition. Das sind 2 Wildschweine, die wir dafür brauchen. Okay. 2 Wildschweine. Müssen gucken, wo wir die herkriegen. Was kann man hier sonst noch upgraden? Schwerter. Stimmt. Wir haben bis jetzt auch noch gar nicht unsere Schwerter oder sowas geupgradet. Ein Pistolenschwerter. Wow. Und die haben wir anscheinend gerade drin. Nee. Welche haben wir denn ausgerüstet? Ach, die hier. Wir haben den Shit ausgerüstet. Anscheinend. Okay. Pistolensets. Mal gucken. Schaden betäuben Reichweite. Okay. 333 ist nicht schlecht. 353 noch besser. Oh, 553. Für 0. Ach, okay. Für die Beendigung aller Marineaufträge. Haben wir natürlich noch nicht. Das heißt, das hier würde bleiben. Ach shit, kann man die Sachen hier nicht kaufen? Oder Moment. Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es? Gehen wir mal kurz in unsere Kajüte und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Weil upgraden muss ich das wirklich mal ein bisschen alles. Ne, das ist das Schiff. Moment. Verkaufen. Fracht verkaufen. Stimmt, das Zeug hier kann man ja verkaufen. Ich glaube, benötigen tun wir das gar nicht. Oder? Beziehungsweise nicht so viel. Um auch ein bisschen an Geld zu kommen. Ein bisschen Rum. Metall brauchen wir für das Schiff, das weiß ich. Stoff glaube ich auch noch. Ups, das war falsch. Jagdbeute haben wir eh nichts, okay. Kaufen, was können wir uns denn kaufen? Checkdoor Upgrades. Da sehen wir, was uns fehlt. Metall überwiegend.
Ah, das können wir uns sogar kaufen. Machen wir mal. Alles, was wir kaufen können, machen wir am besten direkt. Also, um auch ein bisschen Schaden zu machen. Brauchen wir nicht. Taucherglocke haben wir schon. Brauchen wir erstmal nicht. Frachtraum ist auch ganz voll. Und da fehlt uns auch Holz. Doch, machen wir das hier. Okay, dann jagen wir erstmal ein wenig und machen noch ein paar andere Sachen, um ein bisschen an Geld zu kommen. Vielleicht um auch Edward ein bisschen zu upgraden. Das heißt, ein paar Schiffe entern etc., um auch ein bisschen Zeug zu kriegen für das Schiff. So, wo fangen wir jetzt am geschicktesten an? Also wir brauchen erstmal Wildschweine. Aber wir sehen, wir haben einiges ausgelassen. Ups, das war falsch. Da haben wir schon mal Krokodil. Schnellreise, Lagerhaus ist leer, bringt uns dann auch nicht viel. Ah, zwar nur ein Fort. Wo sind denn die ganzen großen Städte? Da ist noch was Größeres. Ja, wunderbar. Hier haben wir Krokodil. Hase, Wildschwein. Sehr gut. Das sieht doch mal gut aus. Dann würde ich sagen, hier auf jeden Fall erstmal eine Schnellreise hin. Wenn das funktioniert. Hoffentlich geht das. Oder auch nicht. Aber dahin können wir eine Schnellreise machen. Weil Wildschweine sind gut für, haben wir gesehen, für einen weiteren Beutel an Pistolenmunition. Können wir definitiv gebrauchen. Und ansonsten sammle ich da noch ein bisschen Zeug rum für Geld. Gib mir etwas Fahrt! So, können wir die zwei auch gleich mal entern, wenn wir die schon zerstört haben. Jetzt können wir auch rüber. Ach, verdammt. Dachte, er schafft's da drauf. Hat er nicht geschafft. Ist ja zum Glück nicht schlimm. So, bleibt nur noch einer. Und das war's. Mal schauen, was wir erbeuten.
Ich glaube nicht viel, war ein sehr kleines Schiff. Ein bisschen Holz, ein bisschen Stoff. Wir reparieren die Jackdaw. Nehmen auch gleich mal das nächste Schiff oder entern das nächste Schiff, was wir auch zerstört haben. Der Segelmänner! Da vorne ist es noch. Thomas, Kappsegel! Hättet ihr euch mal ergeben? Nur alle Segel reffen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Wind mit, Wind mit! Dich schnapp ich mir, Hübscher! Okay, wir müssen extra auf die andere Seite. Ups, das wollte ich nicht. Dauert zu lange, bis wir dort sind. Gehen wir mal direkt rüber. Ja, bis unsere Crew drüben ist, haben wir die 5 erledigt. Was bekommen wir? Rum, Zucker und ein Crewmitglied. Jackdaw reparieren, obwohl wir nicht keinen Schaden bekommen haben. Aber ich will auch, dass unser Bekanntheitsgrad nach oben geht, damit auch ein Jagdschiff kommt, welches wir erledigen können. Ich denke, die haben immer ein bisschen viel dabei. Wir haben jetzt Großsegel, los geht's! Hey. Ah. Stoff, Zucker, Feuerfässer. Nur 2000 Real für das eine Schiff. Das sind kleine Schiffe. Gut, das reicht, Jungs. Los, Männer, senkt. Ich glaube, wir zerstören das trotzdem. 2000 Real haben oder nicht haben. Oder bist du besser? Ja, du bist wesentlich besser. Hat nämlich Metall dabei, das Schiff da vorne. Und Metall ist wertvoll im Moment. So, gleich sind wir in Reichweite. Ich glaube, es kommt sogar auf uns zu. Ah, ein bisschen. Nicht abhauen. So, wir rammen es natürlich. Und jetzt wird das große Schiff mal geentert. Dann gehen wir aus dem Weg. Aber hier warten wir, bis es ein bisschen näher ist.
und springen dann rüber. Ach komm. Geht doch. Okay, 15 erledigt, das hier ist der 6. Das ist Nummer 9. Und wir haben alle 10. Sehr gut, 65 Metall ist viel. Auf jeden Fall können wir sehr gut gebrauchen. Ups, das war falsch. Holz, was mit dem da vorne? Auch Holz. Wir haben alle nur Zeug, was wir nicht brauchen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, da müssen wir hin. Wir sind komplett... Ach, da war das Schnellreiseziel, glaube ich. Genau. Au. Bring die Hauptsegel in den Wind! Feuer! Die können wir so zerstören, die kleinen Schiffe. Sie stehen am Tor zur Hölle! Runter auf den... Okay, Bekanntheitsgrad wurde erhöht. Beute bedeutet gleich, könnte so ein... Kriegsschiff in Sicht, Captain! Er ringt nach ein Schoner! Spanische Flagge! Feindliches Feuer! Ah, da ist er ja. Sehr gut. Ist er auch erledigt? Oh, verfehlt. Shit. Ja, ist nicht schlimm. Bereit zu feiern, Sir. Das Schiff da vorne gehört nämlich uns. Setzt jeden Zoll Segel! Feuer! Ups. Feindliche Verstärkung, Captain! Holz, Metall, Stoff, schwere Kugeln, Mörsergeschoss, etc. Feuer! Yay! Diesmal haben sie uns! Feuer! Na ja, komm, du bist einfach. Bereit zu feuern! Feuer! Und das war's schon. Lassen wir sie Eisen schmecken. So, jetzt ziehen wir das Schiff schön heran. Wir werden erstmal von hier aus ein paar von denen abschießen. So, hätten wir schon 6 erledigt. Bleiben noch 4.
Sehr gut, das waren 10. Wäre gerade eben nochmal knapp geworden. Weil, komischerweise habe ich nichts gesehen. Es ist sehr dunkel gerade. Im Spiel. So, was haben wir zur Auswahl? Oh, haben wir einiges bekommen. Wir machen Bekanntheitsgrad verringern, weil höher würde ich nicht gehen wollen. Und gehen jetzt auf jeden Fall erstmal an Land.